Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Mein Urlaub ist vorbei, ich bin wieder in meiner Heimat im Schwarzwald und wisst ihr was, es wird kalt. Scheiße. Was nicht scheiße ist, ist normalerweise läuft es in der Branche so, Audi stellt irgendwo ein Auto vor, ich fahre oder fliege hin. Diesmal kommt Audi zu mir in Schwarzwald. Ja, und ich habe euch heute den Q3 Sportback dabei. Der ist nagelneu, kommt im Oktober 2019 auf den Markt. Ich habe ihn euch schon vorgestellt. In Turboblau, Schlumpfblau habe ich es genannt. Hier steht er in Mythos Schwarz als 45 TFSI, also Benziner Quattro, also 230 PS Motor da drin. Edition One. Und ich will euch dieses Auto zusätzlich vorstellen. Und es ist ganz unüblich, dass Audi mal ein neues Auto nicht in einer sehr bunten, blauen, orangen Farbe vorstellt, sondern wir haben ihn hier eben in diesem Schwarz und mir gefällt die Kombination beim Auto richtig gut. Und was werden wir heute zusammen machen? Ich will euch dieses Auto ausgiebig außen vorstellen. Ich finde es nämlich richtig gelungen optisch. Wir werden uns reinsitzen, Kofferraum anschauen, Rückbank anschauen, das ist wichtig. Wir werden dieses Auto fahren, ist ein Auto, auch wichtig aus meiner Sicht. Ja, und wir werden es probieren, in seinem Wettbewerbsumfeld und preislich einzuordnen, eben alles machen, was hoffentlich auch aus eurer Sicht zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Noch übrigens über meinem Schwarzwälder Waschbrettbauch seht ihr, wo ihr uns überall findet, nämlich auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, macht die Glocke an und dann geht es jetzt auch los mit mir und dem Q3 Sportback. Viel Spaß beim Review. Ich stehe im Profil von unserem Q3 Sportback und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt das Auto eigentlich her historisch, wie kann man es in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen und was will es mit uns machen. Das ist eigentlich ganz spannend, denn den Q3 als Nicht-Coupé-Variante, den gibt es seit 2011. Da gab es dann irgendwann Facelift. 2018 kam die zweite Generation vom Q3 auf den Markt, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und jetzt 2019 haben sich die Ingolstädter so gedacht, Mensch, nach dem Q8 ein zweites SUV-Coupé zu haben, wäre doch ganz schick. Also haben sie sich den Q3 ausgesucht, vor allem weil dieses kompakte SUV-Segment sowieso boomt, weiter Wachstumszahlen hat. Und dann war ich so zu Hause und habe mir gedacht, nachdem Audi jetzt inzwischen fast die komplette Nomenklatur der Q-Modelle bedient hat, übrigens habe ich mir auch gedacht, warum heißt dieses Modell nicht Q4, wird doch eigentlich viel besser reinpassen, liegt wohl dran, weil der Q4 e-tron auf den Markt drängt, also ein Elektromodell und der Name wohl diesem Modell vorbehalten sein soll. Jedenfalls schaut man sich dann so bei den Konkurrenten um im Konzern und merkt, es gibt zwar SUVs auf dieser Plattform mit Karoq, mit ATK, mit T-Roc, aber wir haben kein Coupé dabei in diesem Segment. Aber dann schaut man natürlich mal ein bisschen weiter, dreht den Radius ein bisschen weiter, sieht Mercedes, bekommt einen GLB, hat einen GLC, BMW ist sowieso Vorreiter, was SUV-Coupés angeht, mit dem X2, mit dem X4, mit dem X6, also da gibt es schon ein bisschen Wettbewerb. Selbst Mazda hat mit dem CX-3 Coupé, der jetzt kommen wird, dann eins auf den Markt und das ist ganz spannend. Aber dann schaut man sich natürlich die Motoren an. Motoren, derzeit super spannendes Thema, was baut man da rein? Ja, die halt auch im Q3 sind, ne? Das sind zwei Benziner, zwei Diesel. Wir haben jetzt hier den großen Benziner mit Allradantrieb, 230 PS. Aber warum dieses Auto hier eigentlich so knallt, das will ich euch jetzt erklären. So, sprechen wir endlich mal über die Rückbank, weil ich weiß, ihr seid gespannt wie ein Flitzebogen, wie viel Platz hat denn der dicke Junge da hinten. Also, ich setze mich hier rein, bin 1,88 Meter groß, Oberkörper ist tendenziell ein bisschen länger als meine Beine. Ich weiß nicht, ob das schön ist, aber ist halt so. Jetzt sitze ich hier drin und ihr seht, ich stehe mit den Haaren zwar am Dach an, aber mit dem Kopf nicht. Und das ist krass, denn hier hinten fahren wahrscheinlich hauptsächlich Kiddies mit und die haben mehr als genug Platz. Sitzen hoch, haben hinten eine gute Aussicht, können rausschauen. Man sieht auch gar nicht so wenig nach hinten raus, wir haben eine Rückfahrkamera, was Praktisches. Und dann ist es hier halt ein Rückraum, der auch sehr flexibel ist. Ihr wisst, man kann die Rückbank umklappen. Ich habe auch hier an so einer Lasche, kann ich die Neigung der Rückbank verstellen. Weil wisst ihr was, ich finde, es gibt nichts Unbequemeres, wie wenn man ganz aufrecht auf so einer Rückbank oder so einer Bank sitzen muss, finde ich furchtbar. Und dann ist es hier nochmal extra endgegnermäßig praktisch, denn so geht es ganz vor. Und so geht es ganz zurück. Wir können die Rückbank nach vorne und hinten verschieben. Schieben wir sie ganz vor, haben wir mehr Platz im Kofferraum. Schieben wir sie ganz zurück, haben wir mehr Platz auf der Rückbank, was cool ist. So,
Und dann ist es natürlich ein Audi und Premium-Autos wollen nicht nur praktisch sein, sondern auch ein bisschen cool, hip, fancy. Ja, und dann haben wir hier drin eben extrem dreidimensional ausgeformte Türgriffe, haben hier unten noch ein Fach und hier hinten haben wir das Alcantara-Design-Paket und ja, so ein blaues Element hier. Weiß nicht, da schreiten sich die Geister, ob das jetzt gut reinpasst oder nicht. Vorne kann ich es euch besser zeigen. Hier sind übrigens noch zwei USB-C-Stecker, dass sich die Kiddies hinten nicht schlagen müssen. Die können auch, dürfen gern ihre Arme hier auflegen, ihre McDonald's-Becher hier reinklappen. Aber wisst ihr was? Wir gehen nach vorne, da kann ich euch viel mehr zeigen. So, und jetzt geht's los hier in meiner Heimat im Schwarzwald. Schaut euch den Schlüssel an. Der hat hier noch so eine Verkleidung. Schwarz-Weiß, Q3 Sportback aus Plastik. Ganz schön, wie ich finde. Der findet hier auch Platz in der Mittelkonsole, rutscht nicht rum. Zum Auto. 230 PS, 350 Newtonmeter, Quattro Allrad, Antrieb beschleunigt in 6,6 Sekunden auf Tempo 100, 233 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wir haben hier das adaptive Fahrwerk drin, was ganz wichtig ist. Es gibt ein Sportfahrwerk und wir haben das adaptive. Wir haben die Progressivlenkung. Ja, und jetzt fahren wir hier einfach mal von unserem Berg hier los. Es ist, glaube ich, sogar eine Mülldeponie und ich werde euch erzählen, wie sich das Auto fährt. Erstmal, wir haben hier ja 20 Zöller drauf, was auch ganz interessant ist. Und da denkt man immer so ein bisschen, ah, der Federungskomfort dann bei so einem dynamischer eingestellten Auto, der lässt vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig. Nee, ist nicht so. Und ehrlich gesagt, nicht nur bei den adaptiven Dämpfern, sondern auch beim sportlichen Fahrwerk ist es so, der Abrollkomfort ist wirklich ganz gut, ja. Und dann ist es natürlich so, fährt man hier, dann merkt man erstmal, oh, bequemer Einstieg, oh, ich sitze hoch, oh, ist das alles komfortabel, oh, habe ich eine gute Übersicht über die Straße, oh, fühle ich mich hier drin gut. Stimmt, muss man nicht mögen. Manche mögen flache Autos im tieferen Schwerpunkt, aber ehrlicherweise ist das hier drin schon sehr, sehr komfortabel und da gewöhnt man sich halt so mir nichts, dir nichts dran. Und ehrlich gesagt, jeder meiner Freunde, die mal hoch gesessen sind, die wollen nicht mehr runter. So, und jetzt drücke ich mal das Gaspedal durch. So. Und jetzt ist es ziemlich beeindruckend, denn der geht halt in 6,5 Sekunden geradeaus weg. Und ich finde, das ist ja ein sportliches Modell, gerade mit der Dachlinie hinten. Der Motor passt aus meiner Sicht einfach am besten zum Auto. Was auch schön passt, ist die Progressivlenkung hier. Denn wenn ich jetzt hier so kleinere Lenkwinkel habe, dann ist die relativ bescheiden, relativ zurückhaltend, indirekt. Und sobald ich dann in die extremeren Bereiche komme, wird sie viel direkter, dynamischer und sportlicher. Manche sagen jetzt vielleicht bei diesem Auto, der ist mir allerdings ein bisschen zu synthetisch von dieser elektromechanischen Lenkung hier, kann ich verstehen, das Argument. Aber ehrlicherweise ist die Lenkung okay, muss man echt sagen. Die ist vielleicht sogar gut. Schön ist auch, wenn man hier rückwärts fährt, deswegen mache ich das mit euch mal, hat man hier diese Rückwärtskamera, die ist gestochen scharf. Und da muss man auch sagen, das ist nicht bei allen Herstellern so, das ist wirklich ganz nett. Zum 7-Gang-DSG. Dieses DSG ist richtig gut, das ist nicht verwirrt, das sucht nie die Gänge, das funktioniert richtig ordentlich. Und wenn man dann doch mal eingreifen will, kann man das toll an den Pedalen hier am Lenkrad. Die Bremse ist natürlich gut, das Fahrwerk ist auch gut. So, sprechen wir über den Drive Select Schalter, der ja serienmäßig ist. Wir fahren jetzt im Offroad-Modus, wir fahren jetzt mal im Dynamic-Modus. Was passiert hier? Die Lenkung wird direkter, die Gasannahme wird direkter und die Gänge werden eher ausgefahren. Alles ist halt hier drin dann auf Sport getrimmt. Und fährt man hier drin, so ist es überraschend, denn, na, das merkt man richtig, das ist spürbar. Ist nicht bei allen Modellen so, hier ist es so. Und zum Vergleich, schalten wir einfach mal auf Efficiency oder Komfort. Ja, und jetzt merkt man schon, es ist alles ein bisschen gemütlicher, komfortabel. Das Auto ist auch sehr gut gedämmt hier innen. Das macht schon Spaß. Und zum Thema Infotainment wirklich, das ist bei der Fahrt toll bedienbar, muss ich euch sagen. Macht Spaß. Aber ein ganz großes Thema bei so einem Auto ist natürlich Verbrauch. Was verbraucht er jetzt wirklich? Wenn man ihn richtig krank tritt, ja, dann kann er halt auch schon mal 14 Liter verbrauchen. Das ist ein Vierzylindermotor. Bei mir hat sich das eingependelt
um die 8,2 Liter, wenn man ein bisschen länger fährt. Und das finde ich wirklich okay, wirklich fair. Auch schön ist hier die Ausmaße, 4,50 Meter lang. Man hat viel Platz, das Auto ist aber trotzdem klein. Man findet einen Parkplatz mit Rückfahrkamera, mit Parkpieps, dann ist das dann schon wirklich toll, muss ich echt sagen. Assistenten sind hier halt auch alle drin, die man so braucht. Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistent ist hier drin. Ja, wir haben eine Schildererkennung drin, wir haben Querverkehrwarner hinten, was Tolles. Eine Rückfahrkamera, 360-Grad-Kamera. Ja, das ist alles, was es halt so gibt im Volkswagen-Konzern. Aber das ist natürlich auch nicht ganz billig. Wir haben Bergabfahrhilfe, was Tolles. So, jetzt halte ich an. Ich werde gleich zurückfahren zu unserer Müllhalde, wo wir da waren. Kommt zum Fazit. Ich hoffe, die Mitfahrt hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, kommen wir zum Fazit, Freunde. Ja, da steht da der Q3 Sportback. Ich komme zum Fazit und schaut es euch an. All Black Everything sieht dieses Auto nicht gut aus. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob es Audi gern hören wird oder nicht so gern, aber ich finde, das ist der schönere Q3, ähnlich wie der Q8, der schönere Q7 ist aus meiner Sicht. Aber das könnt ihr ja dann entscheiden. Viele von euch werden euch sagen, Mann, der sieht so gut aus, ich liebe ihn so sehr, ich will dieses Auto haben, wo kriege ich es? Ab Oktober 2019 steht er bei den Händlern, schaut es euch an. Bis dahin könnt ihr euch meine Videos dazu anschauen. Würde mich freuen, wir waren im Studio, ihr seht richtig viele Farben zu diesem Auto. Aber warum bin ich eigentlich von dem Auto überzeugt? Man kann jetzt von SUVs halten, was man will, vor allem von SUV-Coupés, aber das Auto ist eben schön, hat genau das gleiche Kofferraumvolumen wie der Q3, hat hinten viel Platz, ist flexibel, hat ein modernes Infotainment, hat moderne Motoren, aber eine kleine Sache, die bei Autos, vor allem beim Luxussegment und bei Premium-Autos dann immer zu kritisieren sind, ist ja auch mein Job, ja, das ist der Preis. Im Einstieg, ja, da geht das noch einigermaßen. 36.000 Euro kostet der 35 TFSI handgeschalten mit Frontantrieb. So, aber will man den 45 TFSI als Quattro mit 7-Gang DSG, ist man bei 46.300 Euro mindestens. Aber was haben wir hier stehen? Hier haben wir die Edition One, S-Line außen, großes Infotainment, Designpaket innen. Eigentlich fast alles drin, was man so haben kann. Ein bisschen was gibt es noch. Aber was denkt ihr, was dieses Auto kostet? 60.000 Euro. Sieht schweinegeil aus, ist aber auch schweineteuer. Sind 60 iPhones und naja, müsst ihr entscheiden, ob das passt, aber ich sage euch was, für dieses Geld bekommt ihr beim Audi da auch richtig viel. Ich hoffe, das Review hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir gern eure Meinung bitte zum Auto, zu mir, zum Schwarzwald. Zum Schwarzwald bitte nur Gutes da. Ansonsten findet ihr auf Instagram, Facebook, YouTube uns über meinem wunderschönen, gebräunten Bauch. Ja, würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft wieder reinschaltet, uns ein Like da lasst. Ja, und dann bis bald, Freunde.